zusammen. Heute wollen wir ein etwas komplizierteres Rezept machen, aber der Aufwand rentiert sich auf jeden Fall. Wir machen eine Crepe-Rolle mit Zitronenschaumsoße und natürlich ist die Crepe-Rolle gefüllt mit unserem Spargel. Spargel kochen ist keine Wissenschaft für sich. Sie müssen darauf achten, dass Sie nicht zu viel Wasser verwenden. Ich habe jetzt hier ungefähr 1 Liter Wasser drinnen. Dann gibt man zu dem Spargel immer ein Stückchen Butter dazu. Das macht ihn nochmal besonders saftig dann. Auch für den grünen. Ich verwende übrigens 2 getrennte Kochwasser für den grünen und den weißen Spargel. Denn der grüne Spargel färbt dann beim Kochen ja ab. Und ich möchte nicht, dass der Weiße von seiner schönen Farbe verliert. Außer der Butter und dem wenigen Wasser, das drinnen ist, also so viel Wasser, dass der Spargel hinterher gerade von Wasser bedeckt ist, geben wir noch Salz dazu, ungefähr 1 Teelöffel. Und was bei Spargel auch wichtig ist, er hat einen leicht bitteren Geschmack, dass Sie immer eine Prise Zucker mit dazugeben. Spargel ist übrigens wie bei wie viele von unseren heimischen Gemüse von den Römern aus dem Urgemüse gezüchtet worden, zum Beispiel auch der ganze Kohl kommt von den Römern, aber ebenso der Spargel. Er war schon vor tausenden von Jahren als Naturmedizin bekannt. Asparagus officinalis heißt also, ist ein Arzneimittel, dieses officinalis deutet darauf hin. Und die Römer waren ja ganz tolle Gartenbauer schon, die haben auch beim Spargel das geschafft, diese bittere Note durch Zucht wegzubekommen, durch Pflanzenzüchtung. Und seitdem haben wir eigentlich ja, seit gut 2000 Jahren diesen hervorragenden Spargel, den wir so lieben und der in der Spargelsaison einfach das Beste ist, was man sich gönnen kann. Ja, wenn das Wasser kocht, gebe ich die Spargelstangen hinein. Ich habe keinen speziellen Spargelkochtopf, denn der ist mir eigentlich die Saison über, nimmt man und dann wäre er nur im Weg. Das Einzige, was ich mache, wenn ich unterschiedlich dicken Spargel habe, dass ich den dicken Spargel einfach 3-4 Minuten früher ins kochende Wasser gebe und den dünnen erst später nach. Und eben darauf achten, dass sie den Spargel nicht zu Tode kochen, sondern dass er bissfest ist. Für mich heißt das, dass ich ihn mit dem Messer wirklich noch einen Widerstand spüre. Wenn ich ihn schneide, dann ist er einfach ja, für mich der ideale Genuss, wenn er nicht auf der Zunge zergeht wie sonst was, sondern wenn ich drauf beißen kann und habe den Geschmack im Mund davon. Ebenso gebe ich den grünen in das andere Kochwasser und dann garen wir unseren Spargel bissfest und in der Zeit bereiten wir unsere Crepe-Röllchen zu oder die Crepe, damit wir dann hinterher die Röllchen auch füllen können mit dem bissfest gegarten Spargel. Für unsere Crepe-Röllchen brauchen wir natürlich Crepe oder wie wir sagen Pfannkuchen. Crepe klingt halt immer gleich viel besser. Dazu habe ich 125 Gramm Mehl, das habe ich schon gesiebt. Vermische das jetzt gleich im trockenen Zustand mit etwas Salz und Pfeffer. Ich habe hier immer Salz und Pfeffer in einem drinnen. Gebe 2 Eier dazu. Ich habe mich vorhin vertan. 125 Milliliter Milch und 60 Gramm Mehl ist es für die 4, die wir machen wollen. Und dann verrühren wir das mit dem Handrührgerät zu einem glatten Teig und lassen den Teig ein paar Minuten stehen. In der Zwischenzeit können wir nämlich unseren Spargel abgießen, wir können die Pfanne aufstellen, denn Mehl braucht immer eine gewisse Zeit, bis es ausgequollen ist. Nur so haben wir dann den idealen Teig auch. So, wenn Ihre Pfanne ausreichend heiß ist, geben Sie ein bisschen Öl rein. Gewöhnen Sie sich an, Ihr Öl mit dem Löffel abzumessen. Denn so ein Löffel hat schnell mal 100 Kilokalorien. Wenn man das so aus dem Handgelenk schüttelt, hat man schnell mal 300 Kilokalorien drin. Also sind Sie da vorsichtig. Die Pfanne leicht anheben, von oben her gießen und dann nach unten zusammenlaufen lassen. Und man merkt es immer an der Seite, wenn die Seite ein bisschen so nach außen wandert, wenn sie hier ein bisschen so größer wird, nach oben steigt, dann ist die Unterseite meist so weit, dass man drehen kann. Wir gucken. Ja, schöne Farbe schon. Lassen noch die zweite Seite kurz angehen. Und so backen wir unsere Crepe. Ja, die Masse reicht so für 4 bis 5.
gerade in der kleinen Pfanne, aber ich habe gern die kleine Pfanne, weil das von der Menge her dann so oder von der Länge her so passt, dass der Spargel gut drinnen eingepackt werden kann. Und gleich machen wir mit unserem Spargel weiter. Ja, weiter geht's mit unserem Rezept, mit den Crepe-Röllchen. Wir machen jetzt die Limettencreme. Ich habe hierzu eine Creme Fraiche. Die wird gerührt mit Limettensaft. Gewöhnen Sie sich aber an, dass Sie auch Biofrüchte trotzdem heiß waschen. Dann können Sie die Schale bedenkenlos nehmen. Aber man kann die ruhig mit ein bisschen Spülmittel heiß abwaschen, klar nachwaschen. Und dann ist man auf der sicheren Seite und hat auch vom Transport, was da so alles dran war, nichts mehr dabei. Also ich nehme den Saft von der Limette und nehme hier eine Reibe. Reib hier noch ein bisschen von der Schale. Sie sehen, es geht mit so einem einfachen Hobel geht's ganz gut, dass man hier abreibt. Ich habe das dann drin. Gebe ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Sie wundern sich vielleicht, dass ich immer nur einen Streuer nehme, aber da ist Salz und Pfeffer gemischt drin. Das erspart mir oft Arbeit. Und jetzt verrühre ich hier diese Creme Fraiche mit dem Limettensaft und mit dem Limettenabrieb zu einem kleinen Aufstrich und damit bestreiche ich dann ein Crepe nach dem anderen, lege drei Stangen Spargel drauf, roll es auf und lege das Ganze dann nebeneinander in eine Auflaufform. Zwei weiße und einen grünen, roll es ein und lege es hier in meine Auflaufform. Und so verfahren wir jetzt, bis wir alle Crepe bestrichen und aufgerollt haben. Und dann wird das Ganze bei ungefähr 150 Grad Ober-Unterhitze im Backofen warm gehalten. Und in der Zeit machen wir dann unseren Zitronenschaum dazu. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Röllchen. Und bisher haben wir ja die vegetarische Variante gewählt. Ich gebe jetzt hier die restliche Limettencreme drauf. Kann man immer gut mit einem Teigschaber noch ein bisschen nacharbeiten, dass man keine Abfälle in den Schüsseln hat. Und was natürlich der absolute Renner ist, wenn hier nicht nur Spargel drinnen ist, sondern wenn Sie hier auch noch ein bisschen frischen rohen Schinken mit reingeben, das macht das Ganze noch herzhafter und interessanter. Und dann rolle ich es hier mitsamt dem Schinken auf, stelle das Ganze bei 150 Grad in meinen Backofen. Für unsere Zitronenschaumsoße über die Crepe-Röllchen gebe ich jetzt hier ungefähr einen Esslöffel Butter in den kleinen Topf. Bis die Butter geschmolzen ist, werde ich eine Zwiebel fein würfeln. Die Zwiebel habe ich schon geschält. Ich halbiere sie. Es ist immer wichtig, dass Sie, wenn Sie die Zwiebel schneiden, die nicht bis zum Ende durchschneiden, sondern dass die hinten noch zusammenhält. Sie sehen es hier so, die hält noch. Und dann macht man mal den Schnitt quer. Und jetzt kann man schön den Krallengriff ansetzen und kann hier die Zwiebel in sehr schöne, feine Würfel schneiden. Und es fällt einem nichts auseinander. Am Schluss hinten können Sie den Rest so quer nehmen und noch ein paar Schnitte machen und nochmal nachschneiden. Bei der Zwiebel ist auch wichtig, dass Sie glatte Schnitte machen und dann nicht wild drauf rumhacken, denn auch beim Rumhacken auf der Zwiebel, da wird sie oft nur gequetscht und dann gehen viele von den ätherischen Ölen verloren und sie haben dann ja die Sulfide bei sich praktisch im Gesicht und fangen das Weinen an und ihre Zwiebel verliert an Aroma. Sie hören es, die Butter fängt schon an zu schmelzen. Ich gebe jetzt die fein gehackte Zwiebel hier in die Butter, dünste sie leicht an . Während die Butter dünstet, kann ich mir eine Zitrone auspressen, denn die glasig gedünstete Zwiebel wird dann mit Zitronensaft und Spargelsud abgelöscht und mit Sahne aufgegossen. Dann lösche ich jetzt hier mit dem Zitronensaft ab. Messe mir von meinem Spargelsud ungefähr einen Viertel Liter ab, 150 Milliliter. Gebe das mit rein dazu.
und lasse das Ganze etwas einreduzieren. Das heißt, wir kochen das jetzt, die Zwiebel wird weich dabei, das Ganze wird etwas weniger Flüssigkeit, das bedeutet das Einreduzieren. Und dann püriere ich diese Soße, damit die Zwiebel nicht mehr zu spüren ist, dass nur noch der Geschmack von der Zwiebel praktisch wie in einer sämigen Soße ist. Und am Schluss gibt man dann Sahne und etwas kalte Butter drunter, dass die Soße cremig wird, und zieht es mit dem Pürierstab praktisch nochmal durch. Dann wird sie auch schaumig und die geben wir dann über unsere Röllchen, wenn wir sie servieren. So, unsere Soße ist jetzt etwas einreduziert. Ich nehme sie vom Herd, gebe die Sahne mit rein dazu. Sie können, je nachdem wie viel Soße Sie brauchen, können Sie mit der Sahne auch etwas sparsamer sein. Wenn die Sahne drinnen ist, sollte das Ganze nicht mehr kochen und es strömt schon einen Duft aus. Und um die ganze Soße jetzt zu binden, brauchen wir noch etwas kalte Butter. Ich nehme also nicht die, die ich hier in der Küche stehen habe, sondern kalte Butter bindet Ihnen auch eine Soße. Ich schneide hier ein Stückchen ab. Ich würze jetzt auch gleich mit Salz und Pfeffer. Das haben wir ja bisher auch noch nicht gemacht. Und dann freue ich mich aufs Probieren. Habe ich meinen Salz und Pfeffer hier. Diesen Zitronenschaum geben wir jetzt über unsere Röllchen, die ja mittlerweile durchgewärmt sind, im Herd. Die hole ich jetzt raus, gebe den Schaum drüber, dann kann man es zu Tisch bringen und dann wünsche ich allen einen guten Appetit. So, unseren schönen Zitronenschaum gebe ich jetzt hier über unsere Crepe-Röllchen. Frischen roten Rettichsprossen drüber. Farbe ist einfach, das Auge ist mit. Und wenn Sie eine Kontrastfarbe noch haben, das ist immer noch mal der Appetitanreger sondergleichen und macht Ihr Essen gleich noch mal viel interessanter. Fertig ist unser Rezept. Die Crepe-Röllchen mit Limettencreme gefüllt mit Spargel und zum Teil mit Schinken. Mit einer schönen Zitronenschaumsoße und Rettichsprossen. Dazu wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und viel Erfolg beim Nachkochen.